Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, in den letzten Videos gab es viele Schulen und so das eine oder andere. Heute gibt es mal was ganz anderes. Spitzt am besten eure Ohren, denn im heutigen Video zeigen wir euch eine historische Anlage, die es echt in sich hat und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kommt also mit auf Spurensuche hier in einer gigantischen Location. Es war echter Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Bunkersystem. Aus mehreren 10.000 Tonnen Stahlbeton entstand durch die Beton- und Munierbau AG Berlin ab 1937 südlich der Reichshauptstadt ein Dutzend ländlich wirkender Wohnhäuser. Die Besatzungsmächte staunten kurz vor Kriegsende nicht schlecht, denn es handelte sich hier um eine hypermoderne Bunkeranlage. Besser gesagt, ein Bunkersystem ohne Gleichen. Zum Jahreswechsel 1939-40 mit künstlichen Dächern, also aufgeklebten Dachziegeln, Fenstern und Türen aus Holz zur Tarnung durch zeitweise 2000 Mitarbeiter fertiggestellt, bezog das Oberkommando des Heeres und der Wehrmacht die großdimensionierte Anlage. Jedes der kolossalen Gebäude war und ist es auch teilweise heute noch verbunden mittels 600 Meter langem Ringstollen. Dieser war quasi bei Beschuss der Notausgang und bei Alarm konnte man sich im System weiterhin frei bewegen. Neben den Führungsbunkern selbst gab es noch einen Nachrichtenbunker, diverse Zisternen, Lagerbunker, zwei Kesselhäuser und diverse oberirdische Nebengebäude,
alle natürlich getarnt. Die Hauptbunker, 12 an der Zahl, hatten 3 Ober- und 2 unterirdische Geschosse. Das Tiefgeschoss lag in 9 Metern Tiefe und hätte so ziemlich allem standgehalten, was damals so vom Himmel fiel. Bei Alarm konnte man den Führungsstab einfach nach Untertage verlagern. Nachrichtenübermittlungen fanden dann via hochmodernem Rohrpostsystem statt. Die Meldungen und Nachrichten gingen dann an den im Bunkersystem integrierten Nachrichtenbunker. Die Gebäude hatten einen geschützten Arbeitskern, welcher durch 1 Meter dicke Stahlbetonwände geschützt war. Die darumliegenden Räume waren mit in Anführungszeichen dünnen 36 cm starken Wänden verstärkt. Die Decken wurden zusätzlich mit 24 cm starken Doppel-T-Trägern gesichert. Also man musste sich hier bei Beschuss eher weniger Sorgen machen, anders als das in der Hauptstadt damals der Fall war. Sicherlich kam der Anlage noch die Bauweise zugute, denn neben diesem Landhausstil war ja auch die Dachform interessant, ein sogenanntes Satteldach. Man hätte also auch direkte Treffer hier auf so ein Satteldach ganz einfach ausgehalten, denn die Form sorgt dafür, dass alles in Richtung Erdboden nach außen wegsplittert.
An Hitlers 56. Geburtstag, dem 20. April 1945, wurde die Anlage mit dem immer weiter voranschreitenden Vormarsch der sowjetischen Streitkräfte aufgegeben und der Führungsstab der Wehrmacht nach Wannsee verlegt. In den letzten Tagen des Dritten Reiches stand man sowieso in engen Kontakt mit dem Führerbunker, von welchem aus viele Entscheidungen selbst getroffen wurden. Die Anlage wurde übrigens nie beschossen und überstand den Krieg ohne einen Kratzer. Die Sowjets fanden das Bunkersystem kurz vor Kriegsende wohl leer und verlassen vor. Sie kaperten es direkt und besetzten es auch. Nach dem Krieg wurde das System durch die sowjetische Armee dann gesprengt, beziehungsweise hat man es versucht und man ist kläglich daran gescheitert. Zwar ist so ziemlich jedes Gebäude in Schräglage gekommen und einige Gebäudeteile sind nicht mehr betretbar, aber gänzlich zerstört ist keines der Monolithen. Im Gegenteil, vieles ist noch heute begehbar, vor allem im unterirdischen Bereich. Ihr seht also, man hat hier ganze Arbeit geleistet. Diese kolossale Bauweise machte vor nichts Halt, selbst als man es loswerden musste nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man es einfach nicht mehr geschafft. Also es war schlichtweg zu kolossal. Man hat das einfach für die Ewigkeit gebaut und deswegen gibt es die Anlage noch heute. Übrigens steht sie auch unter Denkmalschutz. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit einigen Bildern. Wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, macht's gut und ciao.